So, hier sind wir wieder mit Let's Play Dishonored. Und oh, das war die falsche Taste, ist halt verpeilt. Sonst ist es ja mit E alles aufnehmen, bei jedem Spiel, und hier ist es ja mit F. Da muss man mal wieder dran denken. So, wir waren jetzt mal hier in Hornpits Pub und haben von Outsider unsere Kraft gekriegt. Und dann wollten wir ein bisschen erkunden, weil so können wir auch ein Sie bisschen mehr anstellen könnten hier. mitmachen, wenn Sie wollen. Auch was wir auch noch haben, hier ist unser Herz. Somit können wir mal gleich mal sehen, dass da hinten eine Rune ist. Ja, auch gut. Ich wollte eigentlich sagen, können wir gleich mal gucken, was die Charaktere hier ein bisschen so zu sagen haben. Ja, ich würde gerne noch ein bisschen Geld haben. Geld, Geld. Ich bin YouTuber, ich bin Geldgeier, also brauche ich auch Kohle. Na, hier, das wollte ich gar nicht. Dieses komische Öl hier. Na, mal mit. Und Burner, wer isst die nicht gerne mit Schale? So, ich weiß ja noch von ungefähr ein bisschen, was liegt. Ist ja schon mal durchgehabt, zweimal. Aber nur wenn man hier, man kommt ja immer wieder zurück zum Hornpits Pub. So viel spoilere ich einfach mal. Und hier liegen auch halt immer ein bisschen neue Sachen rum. Hier zum Beispiel Kohle auf dem Boden. Wollte keiner haben, nehmen wir dann mit. Wir nehmen den ganzen Müll mit, den keiner mehr will. Leere Flasche. Ich glaube, die können wir sogar gegen den Kopf werfen. Der sagt da nichts. Himmel, was war das? Was war denn das hier? Keine Ahnung. Ich war's nicht. Aber wo hat sie den Besen? Ja, verdammt, sie ist eine Hexe. Na, hier, guck mal, hier können wir das gleich eigentlich mal testen auch. Ich spioniere seinen Nachbarn nach und erstattet den Aufsehenbericht. What? Ey, du bist ein Kackverräter, du Spacken. Was soll der Scheiß? Ich weiß es ganz genau. Ich hab das, den Beweis in meiner Hand. Auch wenn es ein bisschen strange wirkt jetzt mit einem Herz in der Hand. Irgendwo im Keller tötet ein Hund den anderen und Geld wechselt den Besitzer. Was? Was für Gelächter. Und sie haben sich einen Sinn in die alten Liebe. Das waren damals glücklichere Zeiten. Okay. Auf jeden Fall vertraue ich dieser Person schon mal nicht mehr. Ich habe das vorher noch nie bei der gemacht, aber jetzt vertraue ich ihr nicht. Hier werden Geschäfte gemacht. Ja, jetzt habe ich nie. Manchmal vom Wein getrieben. Manchmal von der Ich habe nie auf sie Kinder des draufgehalten. Messers. Bevor die Sonne aufgeht, werfen sie ihre Opfer in den Fluss. Ob Mann oder Hund, er verschluckt sie alle. Mann oder Hund, ja, das ist auch ein guter Vergleich. Auf jeden Fall irgendwie dachte ich, die sagen wir mal über die Charaktere und nicht nur irgendein. Ich sorge mir mit einem Scheiß aus den Fingern. Naja, was soll man machen? Wenn das Spiel das so will. So. Ja, das wirkt jetzt ein bisschen komisch, dass ich hier hinten rumrenne. Das liegt daran, dass ich einfach schon aus dem Kopf weiß, wo die Rune liegt. Und genau weiß, dass hier da eine Fische sind, die. Ja, man sieht sie schon nicht so nett sind. Da liegt die Rune nämlich. Man hört jetzt auch mal in der Rune näher, es hört manchmal ein Geräusch. Ist jetzt natürlich ein bisschen lauter. Ja, jetzt spiel auf deine Art. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir uns was holen können. Die Sprunghöhe. Nehmen wir mal. Ups, hab ich das weggeklickt. Und jetzt springt er ein ganzes Stück höher. Ich glaube, es ist bestimmt ein Doppelsuche und nochmal ein bisschen. Es ist halt vor allem auch für. Oh fuck. Solche Aktionen echt praktisch. Super, jetzt noch meine Hundealarm. Ich hoffe, die hört man jetzt nicht. Weil es klingelt, dann rasten die total aus wie die Berserker. Die sind ungefähr 20 cm hoch. Weil halt die Hunde, die immer richtig ausrasten. Je kleiner, desto größer die Schnauze. Wie im echten Leben eben bei den Leuten. So. Da hinten haben wir noch das Kupferdraht. Was ich natürlich nur so aus Zufall weiß, dass das Kupferdraht ist. So. Mal gucken. Ich glaube, da hinten. Da hinten noch was? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, da hinten liegt nichts mehr. Gut. Also, keine Rune auf jeden Fall. Aber sonst noch Zeugs liegt, weiß ich jetzt nicht. Also, so ein Freak bin ich halt auch nicht. Obwohl Merlin jetzt auch was anderes behaupten würde. Oh, eine uralte Notiz. Es tut mir leid, aber ich werde bei unserem nächsten Treffen nicht anwesend sein können. Oder bei irgendeinem zukünftigen Treffen. Was hier passiert ist, war unnatürlich und falsch. Mir wird übel, wenn ich nur daran zu erinnern versuche. Ich habe die Ergebnisse unserer Arbeit hier für sie zurückgelassen, aber ich vermute, die Ratten werden alles zerfetzen, bevor sie zurückgekehrt sind. Leben sie wohl. Aber wie ist Vorlesen immer irgendwie schwerer, wenn man es so schneller machen muss, als im Let's Play. Das glaube ich, hätte das glaube ich, nur so ergeben. Ich wollte nicht sagen, dass Vorlesen sch viel schwieriger ist, als wenn man es für sich selbst durchliest.
Das macht Valin bei seinem, der will jetzt auch Let's Play, und bei seinem Let's Play macht er das so, dass er lässt die Leute in Englisch reden und da steht halt der Untertitel da, Untertitel da. Und er sagt dazu nichts. Also, ja, hört sich gut an. So nach dem Motto, lest mal selber, ich hab keinen Bock darauf. Ich auch, geil. Ja, meine Schwester. Jetzt schreibt meine beknackte Schwester in den Hintergrund, weil die irgendwie auch eine Pfanne hat. So. Hier haben wir noch Erz. Aber man merkt, ich habe jetzt zu Hause nicht viel Ruhe. Meine Hunde bellen wie beknackt. Meine Schwester bellt auch wie beknackt. Ist halt nicht mal einfach. Ja, wieder Geld. Wir sind wie so Bettler irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es langsam echt öde wird. Weil ich meine, wenn ich gehe, dass wir nachher mal zuschauen, wenn wir noch so eine Scheiße nicht sehen. Dann machen wir doch weiter. Scheiße, die Kohle. Gut, dann legen wir los. Zuerst einmal, ich weiß, Attentate sind ein schmutziges Geschäft. Nö. Aber manchmal müssen gute Männer schlechte Dinge tun, um die Welt zu retten. Unser Ziel steht fest. Wir wollen die Linie der Kaiserin wiederherstellen, Emily Caldwin finden und auf den Thron setzen. Um das zu erreichen, arbeiten wir im Verborgenen. Nehmen Sie auseinander, einen nach dem anderen. Heute Abend stirbt Oberaufseher Campbell durch Ihre Hand. Das wird nicht einfach. Er wird von seinen Aufsehern geschützt, einer Armee religiöser Fanatiker. Aber wenn es jemand schaffen kann, dann Sie. Ihre Taten sind legendär. Campbell trägt ein Tagebuch mit sich. Wenn Sie ihn erledigt haben, schnappen Sie es sich. Wir glauben, es wird uns Emilys Aufenthaltsort verraten. Sie lebendig zu finden, ist unser oberstes Ziel. Das wäre alles. Verlieren Sie unser Ziel nicht aus den Augen und schlagen Sie zu. Wir zählen auf Sie. Ja, es wird vielleicht so bestimmt mega. Campbell hat einen ehemaligen Aufseher namens Martin gefangen. Er ist einer von uns. Wenn Sie ihn finden sollten, helfen Sie ihm, wo Sie nur können. Er ist der Meister der Strategie im Boden. Ich soll irgendwie mal retten. Corvo, hast du jetzt wird die auch noch was von mir. Geht die mal auf den Sack. Hallo, ich heiße Callista und arbeite mich nicht. Admiral Havelock. Entschuldige, dass ich frage, aber es ist wichtig. Ich vermute, Sie werden den Oberaufseher töten. Guter Kerl. Elenden Wicht. Ich weiß, Sie haben Besseres zu tun, als mir zuzuhören. Doch mein Onkel, Jeff Kernow, dient immer noch als Hauptmann der Stadtwache. Aber er ist ein guter Mann und mein einziger Verwandter. In unseren Kreisen erzählt man sich, dass Campbell soeben ein seltenes Gift erhalten hat. Und ich glaube, ich kenne den Grund. Mein Onkel ist nicht korrupt wie alle anderen. Und deswegen will Campbell ihn vergiften. Könnten Sie ihn beschützen? Das machten sie doch vor ihrer derzeitigen Beschäftigung als Attentäter. Red noch langsam, ich will fertig werden. So, jetzt labert mich der beknackte Schiss mal auf, schon nochmal richtig voll. Dann war's das ja mit dem Teil. Na, ich lade einfach zwei hoch, damit es nicht ganz dramatisch wird. Haben Sie bereit? Ja. Sagen Sie Bescheid. Ja! Du hässliche Maske. So, jetzt sind wir endlich im ersten Level, wo es auch mal ein bisschen zur Sache geht. Ich habe das schon mal erklärt. Aber jetzt wird er wieder dazwischen labern, deswegen erkläre ich erstmal gar nichts mehr. Wenn ich jetzt anfange zu reden, dann tue ich das... Früher konnte man den Clavering Boulevard hoch, das ist nicht mehr so einfach. Die Hälfte der Stadt hat die Seuche geholt. Die andere kämpft um das, was übrig ist. Die Stadtwache kontrolliert noch immer die Hauptstraßen und sie hat diese Lichtwände aufgestellt. Wer da durchläuft, verbrennt sofort zu Asche. Alles, was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Und dazwischen leben da noch richtig schräge Vögel, so wie die Lumpengräfin. Man sagt, sie sei verrückt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Liegt ganz bei Ihnen. Haben wir es geschafft? So, ich habe das schon mal erklärt. Speichere ich hier. Ich werde halt versuchen durchzuschleichen, am besten auch ohne jemanden erwürgen zu müssen oder sonst was. Halt nur pur schleichen. Wenn ich zufällig halt jemanden erwürgen muss, mache ich's. Und wenn ich da entdeckt werde, dann werde ich auch kämpfen und nicht immer quicksave und speichern, weil es erstmal lähmend und langweilig ist. Vor allem, weil ich es schon so gemacht habe. Und für die Zuschauer ist das sowieso allgemein mal richtig beknackt. Ja, was man halt merkt, ist, dass ich das Spiel schon durchgespielt habe, zweimal. Ich weiß halt, wo die Sachen liegen. Weil normalerweise würde man das Herz ja ausrüsten und mal gucken. Und ich weiß schon aus Prinzip, dass man hier hin muss, um alles zu finden. Hier liegt nämlich dann das Knochenartefakt. Ja, was das ist, zeige ich gleich mal. Das lesen muss man. Ich kann sich so erklären. Man kann davon drei Stück ausrüsten oder sechs, wenn das halt
Verbesserungen kaufe und da sind halt immer kleine Extras, zum Beispiel Gegner stecken, in Gegner steckende Bolzen gehen seltener kaputt, ist eigentlich unnötig, so viel bessere Sachen. Aber ist ja egal. Warum habe ich ja nicht Schaden verloren? So viel Leben verloren, hätte ich jetzt gemacht. Ach, die, genau, die verfickten Frösche haben mich angegriffen. Ich sollte nächste Option reden, das hört sich nicht. Aber die Typen haben sich echt aufgeregt. So. Jetzt hoffen wir mal, dass sie sich wieder irgendwelche Fische fressen wollen. Super, ich wollte einmal teleportieren, kurz bevor ich aufkomme. So. Aber speichern werde ich trotzdem halt immer wieder mal, damit, falls was passiert, dass ich nicht wieder von sonst wo anfangen muss. Achtung, Bürger von Nanro, dies ist eine besondere Bekanntmachung unseres ehrwürdigen Lordregenten. Oh, hier war mal. Gesundheitselixier. Mit Bedauern gebe ich bekannt, dass mein Dienst als Lordregent bis zum Ende des Monats der Ernte. Ich fürchte die kleinen Vögel. Sonst geht's hier noch gut, oder? Hallo, geht's noch? Komm jetzt mal hier hoch. Ups. Hallo? Ja. Dazu muss man jetzt nichts mehr sagen. Vor die Lumpengräfin. Irgendwo war hier noch was, glaube ich. Ich kann ja derzeit auch ausrüsten und gucken wie normale Menschen. Da. Und irgendwo da. Gut. Das wollte ich nicht. Hier sind Betäubungspfeile. Hier ist eine Urne. Was zu fressen. Ein Glas. Ein Mana-Elixier und anderes Zeug, was ganz viel bringt und Kohle gibt. Das ist auch lustig, dass die einzige Stelle, wo man ganz am Anfang sieht, dass die Lumpengräfin auch ein bisschen Badaballa ist. Also magisch gesehen. Sonst merkt man das nämlich gar nicht. Bist du es, mein geliebter Ehemann? Ja, nein. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Hast du meine kleinen Vögelchen gesehen? Die lieben Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Hier, Vögelchen. Hier. Du meine Güte. Schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen. Aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie. Und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Lumpengräfin, Lumpengräfin, lass uns rein. Na, irgendwann werden sie verschwinden, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Was für eine Plage. Hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rüpel, nicht wahr? Nicht dein Liebchen. Jetzt weiß ich, was mich an ihr Spiel, an ihr Spiel nicht ankotzt und zwar, wenn man schon mal durch hat, den ganzen Dialog nochmal sein muss. Doch, dass die Messer nach links kommen. Ja. Das ist so ein Outsider-Schreiben, das ist eine Rune. Ja, eine Rune ist klar, naja schon. Sei vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand, während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften. Ich sah, wie sie sie prüfte, ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen, dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Was wirst du tun, frage ich mich. Hoffentlich mich nicht mehr so viel zulabern lassen. Ganz ehrlich, ich will zocken, weil diese Leute sich hier irgendein blödes Gelaber aus nicht mal mit der Story zu tun hat anhören müssen. Meinetwegen, das interessiert vielleicht Leute, die wollen es hören, aber andere interessiert es euch da nicht. Halt's Maul. Das gibt's jetzt auf die Fresse. Hallo. Man muss bei dir mit den Feuern saugut aufpassen, die machen auf normal schon genug Schaden. Verdammt. Leck mich, ganz ehrlich. Was kämpfe ich wie Scheiße? Das ging jetzt irgendwie doch leichter als gedacht. Ja, das würde ich in der Tat. Fangen wir für Schwierigkeitsgrad. Oh mein Lieber, ich wusste, dass du mir mit diesen ungehobelten Rabauken helfen würdest. Mein tapferer Held. Naja. Hör zu. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. Ich bekam es vom Outsider und jetzt gebe ich es dir. Nur zu, es ist oben. Auf der Kommode. Du wirst damit deine feine Figur schnitzen. Weißt du noch, wie wir früher tanzten? Unsere Feiern waren großartiger als die im Hause Boyle. Jeder wollte eine Einladung. So, ich muss mal ganz kurz weg, ich komme gleich wieder.